Wir sind hier im Elfeyer Industriemuseum Kraftwerk Ermen und Engels in Engelskirchen. Das ist eine Baumwollspinnerei gewesen, die von Friedrich Engels Senior 1837 in Engelskirchen gegründet wurde. Heute sehen Sie hier noch das historische Wasserkraftwerk, mit dem damals die Maschinen angetrieben wurden. Sie können also vom Zulauf bis nachher sozusagen das Wasser verfolgen, wie es durch die Fabrik lief, um Energie für die Maschinen zu gewinnen. Das Gelände der Fabrik wurde nach englischem Vorbild gebaut. Es wurde nicht nur die Fabrikation der Spinnerei hier vor Ort gebaut, sondern auch diverse Gewerke, zum Beispiel eine Schlosserei, die Färberei war vor Ort. Das Besondere war auch, dass die Familie Engels hier vor Ort auch gewohnt hat. Das heißt, es war sozusagen für die Familie Arbeiten und Leben an einem Ort. Denn in der Villa der Familie Engels war gleichzeitig sozusagen direkt neben der Fabrik auch der Lebensmittelpunkt der Familie. Im neuen Einführung Museumsraum bringen wir das, was vorher schon da war, nämlich das Wasserkraftwerk, zusammen mit dem, was die Fabrik vor Ort gemacht hat. Also wir bringen hier rein, wer hat gegründet, die Person Friedrich Engels Senior, aber auch den Friedrich Engels Junior, seinen berühmten Sohn, wie das zusammenhängt, wie die beiden sozusagen miteinander, gegeneinander agiert haben, wie die Marke hier entwickelt wurde, wie die produziert wurde und ja, wie es nachher letztendlich auch mit der Fabrik zu Ende ging. Interaktiven Stationen haben wir einiges jetzt im neuen Museumsraum umgesetzt. Zum einen das große digitale Modell, das also zeigt, was hinter den Mauern eigentlich tatsächlich im Produktionsprozess passiert. Wir haben die Möglichkeit, hier auch die eigene Meinung zu hinterlassen an einer Dialogwand. Und darüber hinaus kann man sich auch noch bei uns das Areal anschauen und einfach über das Gelände schlendern und schauen, wie sah das damals aus.